Liebe Schwabacherinnen, liebe Schwabacher, ich wünsche Ihnen zunächst einmal einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Markgrafensaal und darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Mobilitätsplans der Stadt Schwabach. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Abend hier bei uns. Wir machen heute eine Veranstaltung ausschließlich online, pandemiekonform. Und deswegen mit dem kleinen Hinweis, Sie sehen mich hier sprechen ohne Maske. Wir sind hier in einem leeren Saal, haben deswegen die Möglichkeit, Sie online mit dazu zu holen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Sie heute sehen, sind unmittelbar vor der Veranstaltung auch entsprechend schnell getestet worden. Gleichwohl halten wir natürlich entsprechend Abstände ein und haben hier eine Lüftungsanlage, die gleich mehrfach in der Stunde die entsprechende Luft im Saal austauscht. Das heißt, wir sind hier auf der sicheren Seite. Damit würde ich sagen, steigen wir ein in unsere Veranstaltung nach dem kurzen Hinweis vorab. Und deswegen natürlich klar die Frage, worum geht es eigentlich heute? Ich denke, ein Teil davon wird Ihnen gleich klar sein. Mobilitätsplan, das hat was mit Mobilität, das hat was mit Verkehr in unserer Stadt zu tun. Und Verkehr und alle Auswirkungen rund um Verkehr sind und bleiben ein Thema, das ja in unserer Stadt ein viel diskutiertes ist. Denn Fragen rund um die deutlich gestiegene Verkehrsbelastung in unserer Stadt sind ganz zentrale Themen, gerade in Bürgerversammlungen oder auch in der digitalen Bürgerkonferenz, die wir im Januar hatten, und ganz, ganz viele Eingaben, die auch mich oder uns als Stadtverwaltung erreichen. Und gleichzeitig merken wir ganz oft, dass sich viele Dinge rund um Mobilität und Verkehrsplanung eben nicht nur isoliert lösen lassen und betrachten lassen, sondern ja jede Einzelmaßnahme auch immer immense Auswirkungen darauf hat, wie so die Gesamtmobilität in unserer Stadt funktioniert. Und deswegen war für den Stadtrat in Schwabach auch im letzten Sommer schon klar, für die Neuaufstellung von Mobilitätsfragen in unserer Stadt ist eine gesamtstädtische, eine auf breiten Zielen diskutierten und basierende zukunftsfähige Grundlage für die Verkehrsplanung der kommenden Jahre in unserer Stadt zu entwickeln und erforderlich, auch damit ja umweltfreundliche Mobilität auf der Höhe der Zeit gefördert werden kann. Wir haben schon einige Teilkonzepte und lokal begrenzte Untersuchungen zu verschiedenen Geschichten und die, das war auch die einhellige Meinung, müssen zusammengeführt werden. Die bestehenden Verkehrsprobleme, die es unbestreitbar gibt in unserer Stadt, die müssen ganzheitlich betrachtet werden und die müssen auch unter der Maßgabe, dass man sich ja die noch festzulegende Ziele anschaut und diskutiert und Alternativen abwägt, genau angeschaut werden und dann auch unter Betrachtung der entsprechenden Auswirkungen von Maßnahmen gelöst werden. Oder ganz knapp, wir sollen und wir wollen, wir müssen klären, wie soll sich der Verkehr in Schwabach bis 2035 und darüber hinaus entwickeln? Welche Ziele, welche Prioritäten gibt es und welche Strategien müssen wir noch erdenken? Was soll verwaltungsseitig vorangetrieben werden und was sollte man vielleicht auch einfach lassen? Auf ja, all diese Fragen soll und wird unser zukünftiger Mobilitätsplan zukünftig Antworten geben und er dient dann auch den politischen Entscheidungsebenen und Entscheidungsträgern, aber auch zum Beispiel Wirtschaft, den verkehrsbefassten Institutionen, den Verbänden und den Einrichtungen und institutionellen Partnern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern als Orientierung, als Fahrplan für unsere städtische Mobilität in den nächsten Jahren. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal für unsere Stadt und damit auch für uns als Stadtgesellschaft. Wir nehmen Herausforderungen an, Herausforderungen, Verkehrswege in unserer Stadt ja auch mal neu zu denken und geschickte Lösungen zu finden. Wir wollen konkrete Aussagen und Empfehlungen zu allen differenzierten Verkehrsträgern und Verkehrsmitteln, Verkehrssektoren treffen und dabei auch ja, weiterentwickeln und vernetzt denken. Und ganz klar, einer wachsenden Bedeutung, ich denke, das entspricht auch dem Zeitgeist, kommt dabei natürlich auch einer integrierten Siedlungs-, einer integrierten Mobilitätsentwicklung und auch Klimaschutz und alternativen Energieträgern zu. Mir ganz wichtig ist, wir stellen diesen Plan als Stadt gemeinsam auf, als Stadt und vor allem als Stadtgesellschaft mit einem breiten Aufschlag auch an Bürgerbeteiligung. Und deswegen freue ich mich, dass
ja, auch Sie mit dabei sind, dass wir das gemeinsam angehen und kann Sie nur animieren, seien Sie hier mit dabei, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft und bringen Sie sich und Ihre Meinungen, Ihre Ansichten entsprechend mit ein. Das bedeutet, und das ist mir auch wichtig, das bedeutet eine immense Mitsprachemöglichkeit, aber auch eine hohe Verantwortung. Denn wir machen es hier gerade nicht so, dass die Stadtverwaltung Ihnen oder uns einen fertigen Plan vorlegt, der dann kritisch beäugt und gewürdigt werden kann. Ganz im Gegenteil, wir erstellen hier in diesem Format den Plan gemeinsam. Und deshalb kommt es auf unser aller Engagement an. Und daher bereits jetzt vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute mit dabei sind. Wir stehen heute am Anlaufpunkt, am Auftakt, in dem es zunächst vor allem um Wissensvermittlung und Problemaufnahme geht, noch nicht um die finale Zieldiskussion. Heute geht es vor allem darum, Ihnen vorzustellen und darzustellen, wie eigentlich das Verfahren im weiteren Verlauf aussieht. Deshalb will ich inhaltlich auch noch gar nicht vorgreifen. Ich bin mir aber sicher, wenn Sie und wir alle mit dranbleiben und sich einbringen, bekommen wir ein starkes Signal im Bereich Mobilitätsplanung und Entwicklung für unsere Stadt hin. Für die Durchführung dieses immensen Beteiligungsprozesses, den wir vorhaben, haben wir uns auch einen Moderator besorgt, der uns auf dem Weg zu dieser zukunftsfähigen Mobilität unterstützt. Deswegen freut es mich sehr, zu meiner Linken Ihnen ja, den Dr. Thomas Donhauser vorzustellen, den einige von Ihnen möglicherweise schon oder noch kennen, weil er bis vor einem Jahr ehrenamtlicher Bürgermeister in unserer Stadt war. Er ist im Hauptberuf Mediator und Moderator und damit in meinen Augen ideal, um uns durch diese Beteiligung auch zu begleiten. Und an ihn darf ich jetzt direkt im Anschluss abgeben. Vielleicht ein letztes Wort im Interesse unserer gesamten Stadtgesellschaft. Ich habe es schon erwähnt, seien Sie heute mit dabei für den Auftakt, aber seien Sie vor allem auch für die zukünftigen Veranstaltungen und Reihen mit dran, wenn Sie sich zu Verkehrsthemen in unserer Stadt einbringen wollen. Das ist nämlich Ihre Chance, mitzuwirken, wie wir unsere städtische Mobilität ausrichten und voranbringen. Deswegen viel Spaß heute Abend und gutes Gelingen für den gesamten Plan. Jetzt darf ich abgeben an Dr. Thomas Donhauser. Ja, Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank. Sie haben es schon bereits erwähnt, Mobilitätsplan hat natürlich sehr viel auch mit Verkehr zu tun. Und jeder, der schon mal in der Bürgerversammlung war, der weiß, wie wichtig das Thema Verkehr für die Menschen ist, die hier in der Stadt wohnen. Umso schwieriger ist es natürlich, dafür einen Plan zu entwickeln, mit dem letztendlich dann auch alle leben können. Und ja, das ist eine große Herausforderung. Und ich denke, dass wir diese große Herausforderung nur dann bewältigen können, und Sie haben es auch erwähnt, wenn wir wirklich alle zusammen mit anpacken, damit am Schluss wirklich etwas rauskommen, ich habe schon gesagt, mit dem wir letztendlich dann auch alle ganz gut leben können. Ja, und wenn es um Mobilität geht, dann denke ich jetzt mal, passt vielleicht auch ganz gut das Bild einer Reise. Einer Reise, zu der ja wirklich alle Schwabacherinnen und Schwabacher herzlich eingeladen sind. Und wenn ich von einer Reise spreche, dann meine ich jetzt nicht eine gewöhnliche Reise, wo man einen Rucksack packt oder einen Koffer und dann geht's ab. Nee, das ist eine besondere Reise. Und zwar ist es eine Zeitreise. Es wird natürlich einige geben, die werden sagen, ja, Zeitreisen, die gibt es nicht, das funktioniert nicht. Ich sage, es funktioniert sehr wohl, denn es ist eine Reise, die im Kopf stattfindet. Es ist eine Reise, die im Dialog stattfinden kann, in der Kommunikation. Und es wird eine Reise sein, die geht in die Zukunft, ins Jahr 2040. 2040, weshalb? Das ist in etwa so der Zeitplan ab heute gerechnet. Für diesen Zeitraum soll dieser Mobilitätsplan aufgestellt werden. Und ganz interessant ist es dabei, herauszufinden, wie sich die Menschen in diesem Zeitraum fortbewegen. In welchem Verhältnis Auto zum Fahrrad, zu den Fußgängern, zum ÖPNV, zu E-Bikes und überhaupt, ja, vielleicht sogar zu Fahrzeugen stehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Das wird sicherlich eine ganz, ganz spannende Reise werden. Und mit all diesen Erkenntnissen geht es dann zurück in die Gegenwart, ins Jahr 2021. Und hier gilt es dann schon, die Weichen zu stellen. Die Weichen dafür zu stellen, dass der Verkehr und die Mobilität so funktionieren, wie wir sie uns bis zum Jahr 2040 vorstellen.
Ja, und damit so eine Reise optimal gelingt, braucht es natürlich professionelle Reiseleiter. Es sind Menschen, die ja fachlich damit beschäftigt sind, wie so eine Reise funktionieren kann. Das sind Menschen, die andere motivieren können und die auch immer wieder Impulse geben können, die dann anregen und motivieren, hier tagtäglich an diesem Mobilitätsplan mitzuarbeiten. Und einige dieser Reiseleiter, die sitzen eben heute bei mir hier auf dem Podium und die darf ich mal an der Stelle auch ganz herzlich begrüßen und auch vorstellen. Ich fange vielleicht mal bei Ihnen, zu meiner Linken, Frau Pauli, ich fange mit Ihnen an. Sie arbeiten ja im Stadtplanungsamt und sind dort zuständig für die Verkehrsplanung. Nun gibt es ja, und das wissen wir alle, es gibt Menschen, die sind fürs Grobe zuständig. Wer aber Sie kennt und wer Ihre Arbeitsweise kennt, der weiß natürlich, dass Sie komplett zur anderen Kategorie gehören, nämlich zu der Kategorie, die es auch durchaus schafft, ganz tief hineinzugehen, wenn es Probleme gibt. Um Probleme von allen Standpunkten aus zu beleuchten, um optimale Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wirklich alles in eine Entscheidung fließen kann und alles dafür zu tun, damit eine Entscheidung rauskommt, die dann letztendlich für alle passt. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Ich mache dann gleich weiter mit der Frau Kartmann. Frau Kartmann, Sie sind Leiterin des Stadtplanungsamtes. Und ja, Ihr Amt ist sicherlich ganz zentral, wenn es darum geht, einen Mobilitätsplan aufzustellen. Von Ihrem Amt, da werden sicherlich sehr, sehr viele Impulse erwartet, die wir natürlich alle brauchen, wenn wir uns auf diese Reise begeben. Und ja, Sie werden sicherlich auch die Aufgabe haben, all die Impulse, die Sie erreichen, einzuarbeiten in die tagtägliche Arbeit des Mobilitätsplans. Auch an Sie herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, dann braucht es natürlich auch Menschen, die insgesamt Gesamtverantwortung tragen. Und das ist in dem Fall unser Stadtbeirat, der Herr Kerkhoff, in dessen Referat fällt eben das Stadtplanungsamt und die Verkehrsplanung. Aber jetzt wird es natürlich auch so sein, Herr Kerkhoff, dass Sie nicht bloß die Verantwortung tragen, sondern natürlich auch richtig was arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine ganz wichtige Aufgabe sicherlich darin bestehen wird, ja auch die Impulse, die aus anderen Referaten reinkommen, mit einfließen zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Aufgabe ist. Denn wenn ich mir so die einzelnen Referate anschaue, wenn ich mir überhaupt die ganzen Meinungen anschaue, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche Interessen gibt. Nicht nur unterschiedlich, sondern vielleicht sogar auch widerstreitende Interessen. Und es wird Ihre Aufgabe sein, ja, diese Interessen alle irgendwie unter einen Hut zu bringen, zumindest so, dass man darüber diskutieren kann. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, von anderen Referaten. Hier begrüße ich den Knut Engelbrecht, Stadtrechtsrat. In Ihr Referat fallen ganz zentrale Themen, die natürlich mit dem Mobilitätsplan sehr viel zu tun haben. Das ist einmal die Umwelt und das ist einmal die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zu der eben auch die Straßenverkehrsordnung gehört. Und gerade auch aus Ihrem Referat heraus erwarten wir uns ganz, ganz viele Impulse, die die Arbeit an dem Mobilitätsplan letztendlich bereichern. Dankeschön, dass Sie auch hier sind heute Abend. Ja, Herr Oberbürgermeister, last but not least, Sie sind ohnehin Kraftamtes für alles verantwortlich, was sich in Schwabach tut, jedenfalls dann, wenn es mit der Stadt Schwabach zu tun hat. Ihre Aufgabe wird sicherlich auch darin bestehen, die Menschen immer wieder zu motivieren, alle Menschen anzusprechen, sich einzubringen, denn je breiter das Ganze aufgestellt ist, desto größer ist die Chance, dass am Schluss etwas rauskommt, mit dem auch wirklich alle zufrieden sein können. Ja, und Ihre Aufgabe wird sicherlich auch darin bestehen, all die Ergebnisse, die dann aus den Bürgerinitiativen oder Bürgerversammlungen oder ja, überhaupt aus der Bevölkerung heraus in die Verwaltung hereinkommen, zu formulieren und in den Stadtrat einzubringen und dort so zu vermitteln, dass letztendlich eine breite Zustimmung dafür gewonnen werden kann. Auch das werden sicherlich ganz herausfordernde Aufgaben werden. Und ich denke, wir bringen es hin. Ja, das soll es dann schon gewesen sein, was die Teilnehmer hier am Podium anbelangt. Und wir haben ja heute ein paar Minuten haben wir noch vor uns. Und wie es genau aussieht an dem heutigen Abend, wird uns jetzt der Herr Kerkhoff in aller Kürze mal näher bringen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Was erwartet Sie heute Abend bei unserer Auftaktveranstaltung? Sie sehen hier eine kleine Kurzübersicht. Einsteigen tue ich jetzt mal
beim Top 3, das heißt den Ablauf der Veranstaltung, kurz vorstellen. Die anderen beiden Punkte hatten wir gerade schon mit der Begrüßung und der Vorstellung der Teilnehmer hier auf dem Podium. Als nächstes werden Sie in einem kurzen Statement erfahren, was die Teilnehmer hier auf dem Podium von dem Mobilitätsplan erwarten, von dem Prozess, von dem Verfahren erwarten. Ich werde Ihnen dann eine kleine Rückblende geben, einen Rückblick auf frühere verkehrspolitische Leitbilder, auf frühere Planungen in dem verkehrlichen Bereich in der Stadt Schwabach, ein bisschen Revue passieren lassen als Einstimmung. Dann wird die Leiterin des Stadtplanungsamtes, die Frau Kattmann, den gesamten Ablauf, den Prozess zur Erstellung des Mobilitätsplans Ihnen erläutern. Und die Frau Pauli, wir haben in der Begrüßung schon gehört, dass sie natürlich sehr viele Probleme kennt und auch die entsprechend in der Tiefe bearbeiten kann. Sie wird Ihnen exemplarisch ein Beispiel vorstellen für so einen Problempunkt und für die Schwierigkeiten, die durch verschiedene Mobilitätsarten an dieser Stelle entstehen. Frau Kattmann wird dann im Weiteren noch einen Ausblick geben auf weitere Veranstaltungen, die wir in diesem Rahmen abhalten werden und Sie auch hier auffordern, rege an diesen Veranstaltungen teilzunehmen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann wird Dr. Donhauser nochmal zurückkommen auf das Thema, wie Sie sich auch in diesen Veranstaltungen, wie Sie sich im Rahmen des ganzen Verfahrens beteiligen können und Ihre Anregungen und Hinweise an uns weitergeben können. Und dann hoffe ich, haben wir noch genug Zeit für einen Chat, dass Sie uns Fragen aktuell auch heute schon stellen können. Keine inhaltlichen Fragen zu Problempunkten oder Ähnlichem, sondern wir erwarten uns hier durchaus aber auch Fragen, Hinweise, Anregungen zum Verfahren, zum Ablauf der Erstellung des Mobilitätsplans. Und unser Oberbürgermeister wird uns dann mit einer kurzen Zusammenfassung verabschieden. Ja, vielen Dank, Herr Kerkhoff. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz viele Erwartungen gibt zum Mobilitätsplan. Und nachdem ich Sie jetzt hier schon auf dem Podium habe, wird mich natürlich zunächst einmal auch interessieren, welche Erwartungen Sie haben. Ich fange mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister, vielleicht mal an, wenn Sie mal ganz kurz und prägnant mal sagen, welche Erwartungen Sie an den Mobilitätsplan haben. Ja, also meine über allem stehende Erwartung ist, dass wir diesen Plan im größtmöglichen Austausch gemeinsam aufstellen. Das heißt, ein intensiver Planungsprozess eben mit Stadtverwaltung, mit Politik, mit Interessensvertretungen, Vereinen, Verbänden, auch beratenden WissenschaftlerInnen und vor allem Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, die die Auswirkungen aller Themen und aller Beschlüsse, aller Maßnahmen, die man umsetzen will, ja auch tagtäglich erleben werden. Und damit beginnen wir heute, da freue ich mich drauf. Sie sagen, Herr Oberbürgermeister, es ist ein offener Prozess, bei dem auch tatsächlich wirklich alle mitreden können. Ja, vielen Dank. Herr Kerkhoff, Ihre Erwartungen an den Mobilitätsplan? Der Mobilitätsplan soll eine Leitlinie sein, eine Leitlinie für eine nachhaltige, faire und zukunftsorientierte Aufteilung des gesamten Verkehrsraums. Soll uns aber auch anregen dazu, unser Verkehrsverhalten zu hinterfragen und aber auch die Verkehrsmittel in sowohl umwelt- als auch sozialverträglicher Sicht angemessen und bedarfsgerecht zu wählen. Ja, vielen Dank, Herr Kerkhoff. Zwei Dinge sind da bei mir hängen geblieben. Also einmal, der Mobilitätsplan ist eine Leitlinie für künftige Verkehrsplanung. Und zweitens soll der Mobilitätsplan oder die Diskussion darum natürlich auch anregen, das eigene Verkehrsverhalten zu reflektieren. Herr Engelbrecht, Ihre Erwartungen an den Mobilitätsplan? Ja, als auch Referent für den öffentlichen Nahverkehr wäre mein Ziel, dass wir einen Konsens finden in der Stadtgesellschaft, dass Individualverkehr, also Autofahrer und Autofahrerinnen, der ÖPNV, die Radfahrer und die Fußgänger gleichberechtigte Partner im Verkehr sind. Weil ich denke, dass uns es nur so gelingen kann, die Herausforderungen des Klimaschutzes mit den Anforderungen einer wachsenden Stadt an Lebensqualität und Mobilität auch übereinander zu bringen. Einfach um gleichberechtigt diese Stadt auch in sich bewegen zu können, auch dahin zu kommen, wo man hinkommen muss. Also Ihre Erwartung an einem Mobilitätsplan ist sozusagen ein Konsens, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt wahrgenommen werden, weil wir letztendlich davon alle profitieren werden. Ja, Frau Kattmann, wie sind Ihre Erwartungen zum Mobilitätsplan?
Ich möchte erstmal ein herzliches guten Abend sagen von meiner Seite an alle, die sich die Zeit nehmen, uns zuzuschauen und zuzuhören. Ich bin geborene Optimistin und deshalb habe ich eine Vision, wie das ablaufen kann. Und ich habe eine Zielsetzung, der Mobilitätsplan der Stadt Schwabach wird Vorbild für andere Städte sein. Warum sollte das ein Vorbild sein? Weil alle Beteiligten es schaffen, in einer positiven Auseinandersetzung, es wird eine Auseinandersetzung geben, die Mobilität der Stadt Schwabach neu zu denken, zu planen und schrittweise umzusetzen. Es wird ein lebhafter, fairer und interessanter Prozess sein, der die Stadtgesellschaft zusammenwachsen lässt. Weil wir eben nicht in die Guten und die Bösen unterscheiden, profitieren alle. Ich freue mich unwahrscheinlich drauf, diesen Prozess begleiten zu dürfen. Vielen Dank, Frau Kartmann. Also Sie wollen in Schwabach hier mit diesem Mobilitätsplan dann schon auch Maßstäbe setzen, wie mit Bürgerbeteiligung zukunftsfähige Mobilitätskonzepte entwickelt werden können. Vielen Dank. Frau Pauli, was sind Ihre Erwartungen an den Mobilitätsplan? Erwarte mir, dass einfach durch die breite Beteiligung der Bevölkerung eine große Akzeptanz nachher auch des fertigen Planwerks und der Maßnahmen kommen. Und dass einfach gemeinsam an guten Lösungen gearbeitet wird, die die Lebensqualität verbessern und einen Beitrag zum Klimaschutz in Schwabach sind. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen eine verbindliche und allgemein akzeptierte Richtlinie für den Stadtrat bezüglich künftiger Verkehrsplanungen, vor allem und gerade auch mit Blick auf Klimaschutz und Lebensqualität. Ja, vielen Dank. Das war es ja, was die Erwartungen der Podiumsteilnehmer anbelangt. Und ich habe ja eben von einer Zeitreise gesprochen. Und das Tolle an der Zeitreise ist, sie funktioniert auch in die andere Richtung, also nicht bloß in die Zukunft, sondern eben auch in die Vergangenheit. Und das machen wir jetzt mal. Wir reisen ein bisschen zurück ins Jahr, so Anfang der 60er Jahre. Und dort angekommen werden wir eins feststellen, hey, wir sind heute nicht die Einzigen, die das erste Mal mit Mobilität hier in Schwabach befassen. Es gab auch Anfang der 60er Jahre schon Menschen, die dies zu ihrem Hauptthema gemacht haben. Und interessant wird auf jeden Fall sein, was denn damals so die Schwerpunkte war, wie man sich vorgestellt hat, wie sich der Verkehr hier in Schwabach entwickeln wird. Und vorstellen wird uns das Ganze auf hoffentlich ganz humorvolle Art und Weise der Herr Kerkhoff. Das versuche ich gerne. Bevor ich in die 60er gehe, gehe ich aber erst mal auf die 70er Jahre. Schaue ich gerade, ob das... Jetzt hat einmal zu wenig gedrückt. Gehe erstmal in die 70er Jahre. Unsere Veranstaltung heute wurde im Schwabacher Tagblatt angekündigt mit einem Bild vom Königsplatz. Man sah das Rathaus drauf und man sah nebendran noch eine Tankstelle. Etwa aus der gleichen Zeit datiert jetzt hier eine Aufnahme vom Martin-Luther-Platz. Damals ganz selbstverständlich ein Großparkplatz mitten in der Innenstadt. Wenn Sie sehen können, hier wurde teilweise sogar in Dreierreihen auf dem Platz geparkt. In den 60er Jahren, jetzt komme ich zurück auf die Anmoderation von Herrn Dr. Donhauser, entstand das Leitbild der autogerechten Stadt. Einer Stadt, die rein oder im Wesentlichen an den Bedürfnissen des motorisierten Individualverkehrs orientiert war, aber auch damals schon propagiert hat, eine strikte Trennung der Verkehrsarten durchzuführen, um eine aus damaliger Sichtweise immensen Zunahme vom Verkehr und stetig steigenden, immer steigenden Verkehr gerecht zu werden und ihn darstellen zu können. Was wir jetzt hier sehen, ist auf der rechten Seite ein Schema der Verkehrskonzeption für die Stadt Schwabach aus einem Gutachten, was im Jahre 1962 erstellt wurde. Und in dieser Verkehrskonzeption können Sie schon sehen, den damals noch nicht vorhandenen Weiterbau der Autobahn, aber auch eine direkte Trasse, die B2 Richtung Nürnberg nach Norden und einen durchgehenden Verkehrsring um die Altstadt. Und das Planungsbüro Minnertz hat in ihrer Verkehrsuntersuchung auch ganz, eigentlich fast ein bisschen untypisch für einen Verkehrsplaner, sage ich mal, in einer blumigen Sprache sehr leidenschaftlich auch diese neuen geforderten Trassen dargestellt. Ich kann da mal draus zitieren, zum Beispiel zu der Neuanlage einer Bundesstraße 2.
Die neue Trasse bringt ein unvergleichbar besseres städtebauliches Fahrterlebnis. Nach autobahnmäßiger kreuzungsfreier Führung von Nürnberg-Mitte heraus, da war der Plärrer gemeint in Nürnberg, durch die Waldungen von Wolkersdorf im tiefen Einschnitt unter der Limbacher Straße am Friedhof vorbei, dann öffnet sich das Blickfeld über den Schwabachgrund auf das Gesamtpanorama der Stadt. So wurde diese Verkehrsführung damals mit umschrieben. Das Büro hat aber auch damals schon dargestellt, dass der zukünftige Verkehr sich nur mit einschneidenden Baumaßnahmen durch Veränderung und Ergänzung des Straßennetzes bewältigen lässt. Es wurde festgestellt, war damals 1962, dass sämtliche Knotenpunkte in der Stadt bereits überlastet waren und selbst eine Umgehungsstraße geplante B2 im Osten der Stadt allein nicht ausreicht, den Verkehr zu bewältigen. Zusätzlich wäre also unbedingt eine städtische Ringstraße im mittleren Stadtbereich notwendig. Und es wurde auch unter der Berücksichtigung oder der Annahme des stetig steigenden Verkehrs auch ausgeführt, dass natürlich keinerlei Zweifel daran besteht, dass der Südring vierspurig sein muss um den Verkehr herum. Zügige Linienführung, Anbaufreiheit, Rad- und Fußwege, Fahrbahntrennung, Abstellstreifen, beidseitiges Grün wurde als selbstverständliche Forderung mit aufgeführt. In Gänze ergaben sich dadurch Querschnitte von Verkehrsflächen von über 32 Metern im Bereich der Altstadt. Hier sehen wir aus demselben Gutachten den Verkehrsbelastungsplan aus dem Jahr 1985. Je dicker der Balken auf diesem Verkehrsbelastungsplan ist, desto mehr hat man die Verkehrsströme angenommen. Was durchaus interessant ist, dass im Bereich der südlichen Ringstraße, dort sehen Sie einen relativ breiten Balken, Sie sehen aber auf dieser neuen B2A-Trasse, so wie sie damals gedacht war, im Norden einen sehr breiten Balken und die sind deutlich breiter noch als die Autobahn. Also man ging innerstädtisch von höheren Verkehrszahlen als auf der A6 aus. Dann einige Jahre später, 1965, hat das Straßenbauamt Nürnberg, damals hieß es noch Straßenbauamt Nürnberg, eine ganz ähnliche Überlegung weitergeführt und hat die damals sogenannte B2A neu, jetzt nicht zu verwechseln mit B2A, komme ich gleich darauf zu sprechen, sondern B2 neu konzipiert mit einem Kreuz im Südosten der Stadt. Sie sehen, das Kreuz liegt etwa auf den Bereichen des Gewerbegebiets Falbenholz und Wiesenstraße und führt dann nach Norden die B2 auf einer neuen Trasse. Die gerade angesprochene B2A kam 1979 in die Planung. Hier Ausschnitte aus den Planfeststellungsunterlagen. Sie sehen auf dem linken Bereich die Trasse westlich der Bahnlinie von Limbach bis vom Katzwanger Bahnhof bis Wolkersdorf Nord und auf der rechten Folie östlich von Limbach beginnend durch den Rednitztalgrund am Kappelbergsteig vorbei oder am Kappelberg vorbei nach Norden führend. ...1980 wurde ein weiterer Generalverkehrsplan der Stadt Schwabach erstellt. Auch hier hat man die Idee der Ringe um die Stadt weitergeführt, weitergedacht. Am auffälligsten wahrscheinlich an dieser Planung sind eben die beiden Verkehrsringe im Westen der Stadt durch sehr sensibles, naturschutzfachlich wichtiges Gebiet. Damals hat man aber sich vorgenommen, hier entsprechende Verkehrsringe zu bauen. In dieser Planung 1980 wurden aber auch schon Überlegungen zum Radverkehr angestellt. Man hat ein erstes Radwegenetz aufgestellt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Auf der rechten Seite ist es dargestellt. Alles, was punktiert ist, sind, ich sag mal, Teilstücke eines möglichen künftigen Radnetzes. Dass man das nicht so ganz ernst angegangen hat, kann man vielleicht ein bisschen dran ersehen an Kommentaren, an Stellungnahmen, die auch im Radverkehrsplan zu finden sind. Unter anderem wurde vermerkt, dass also in Schwabach nicht gestattet ist, in Fußgängerzonen Rad zu fahren, aber das Schieben des Fahrzeugs ist für den Radfahrer jederzeit zumutbar an dieser Stelle.
Aber noch prägnanter ist vielleicht die andere Aussage, die man auf Seite 5 des Gutachtens findet. Radfahren kann, verbunden mit den körperlichen Anstrengungen im direkten Emissionsbereich des Kfz-Verkehrs, durchaus gesundheitsschädlicher sein als die nur kurzfristige Durchfahrung im Auto bei gleichzeitig dann auch noch geringerem Sauerstoffbedarf. Wo sind wir heute? Wenn Sie die Schaubilder durchschauen, ich fange links oben an, haben wir natürlich den motorisierten Individualverkehr sehr dominant in unseren Straßenzügen. Wir haben den Radverkehr, wir haben den Fußgänger und natürlich den ÖPNV, Bus und Bahn. Wir haben neuere Modelle, ob das Carsharing ist, ob das Mietfahrräder sind, ob das Elektromobilität ist. Und die Kunst wird sein, allen diesen Verkehrsarten im begrenzt zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsraum künftig genug Platz zu lassen und Möglichkeiten zu lassen, um hier einen Gleichklang oder ein Gleichlaufen dieser verschiedenen Mobilitätsarten zu erreichen. Damit kleiner Rückblick beendet. Gehen wir in die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kerkhoff. Ja, bei allem Ernst, mit dem man sich damals sicherlich schon im Thema Mobilität genähert hat, gab es doch einige Dinge, über die wir heute natürlich schmunzeln können. Also ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Zitat mit den Fahrradfahrern oder ich denke an das Bild mit den Autos auf dem Martin-Luther-Platz. Ich will mich aber an der Stelle gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn es könnte durchaus sein, dass in 20 Jahren hier ein anderer Moderator sitzt, der dann sagt, wir blicken schmunzelnd zurück aufs Jahr 2021 und wird vielleicht ähnliche Szenen haben, über die man in 2040 vielleicht auch etwas schmunzeln kann. Herr Oberbürgermeister, Sie sind dann vielleicht immer noch dabei als Oberbürgermeister und können sich dann schon in direkter Art und Weise rechtfertigen für das, was dann heute so vonstatten geht. Ja, wir wollen in die Zukunft gucken. Der Herr Kerkhoff hat es eben schon angesprochen. Und es ist ja so, wir haben jetzt heute diese Auftaktveranstaltung. Und Auftaktveranstaltung heißt in diesem Falle wirklich der Auftakt zu vielen weiteren Veranstaltungen, wo ja alle Schwabacher Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden. Und dafür gibt es auch einen Zeitplan. Und den wird uns jetzt mal die Frau Kartmann vorstellen, damit wir insgesamt einmal ein bisschen einen Überblick haben, wie das zeitlich ablaufen kann. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Donhauser. Der Herr Kerkhoff hat es ja gerade aufgezeigt, wie wir uns über die, ich kann mal sagen, Jahrzehnte in einem Abstand von 15 bis 20 Jahren über unsere diversen Verkehrsentwicklungspläne entlang gehangelt haben. Der letzte datiert aus dem Beginn diesen Jahrtausends. Und es ist einfach an der Zeit, wieder einen Verkehrsentwicklungsplan aufzustellen. Das ist die Pflicht einer Kommune, das zu tun. Und wir haben den jetzt Mobilitätsplan genannt, einfach um auch was damit auszudrücken. Und es gibt diese Phase des Planaufstellens. In der Übersicht, die Sie sehen, ist es der mittlere Teil. Das heißt, das ist die Planungsphase. Wir vergeben dieses Verfahren an ein Fachbüro und es läuft wie jede gute Planung so ab, dass man sich den Bestand, die Ist-Situation anschaut, eine Analyse anstellt, dann Maßnahmen, Ziele formuliert, Maßnahmen daraus generiert, also jetzt einfach im Zeitraffer mal erklärt. Und das ist üblicherweise der Prozess, wo auch dann der Fachplaner zusammen mit der Verwaltung die Öffentlichkeit einbindet. Das ist aber in der Regel dann, wenn schon erste Planansätze, erste Maßnahmenansätze da sind. Wir waren jetzt im letzten Jahr vor dem Problem gestanden, wie machen wir das in der Stadt Schwabach? Wir wollten das nicht so tun, wie man das herkömmlich gemacht hat, beziehungsweise wir wollten nicht einfach den Mobilitätsplan aufstellen oder aufstellen lassen, sondern wir wollten zugestrickt speziell auf die Stadt Schwabach was ins Leben rufen. Und das sehen Sie im ersten Block auf der Übersicht. Alles, was grün ist, ist die Beteiligung der Bürger. Und alles, was gelb ist, ist eine Planerstellung. Das heißt, wir machen komplett vor der Erstellung des Mobilitätsplanes eine Bürgerbeteiligung, bevor das Kernstück überhaupt entsteht. Wir werden erst gegen Ende des Jahres ins Vergabeverfahren für diesen Mobilitätsplan gehen.
und dann ein geeignetes Büro finden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wollen wir Sie einbinden. Zum einen mit wo drückt der Schuh, mit einer Problemsammlung, aber auch mit einer Zieldiskussion, wo man hin will. Dazwischen gibt es auch eine Wissensvermittlung und all das, was das Ergebnis ist, was Sie uns bitte, bitte auch in reichlichem Maße bringen, das mündet dann in die Erstellung des Mobilitätsplans. Nicht mittendrin oder fast am Schluss, sondern am Anfang. So haben wir uns das ausgedacht. Hier nochmal ein bisschen plakativer dargestellt. Was grün ist, es gibt eine Bürgerbeteiligung in der Phase 1. Und dann gibt es natürlich nochmal im Prozess der Erstellung des Mobilitätsplans, es wäre dann im nächsten Jahr eine Bürgerbeteiligung. Aber dann sind wir einfach mit der Planung schon weiter. Wir haben angefangen mit der Planung und wir sind dabei, Maßnahmen zu generieren, dann auch zu konkretisieren. Und dazwischen die roten Vierecke, das ist immer, wenn wir in den Stadtrat gehen, dann Beschlüsse fassen, um das Ganze auch politisch zu untermauern. Und dann als dritter Block ist die Aufstellung des Mobilitätsplans. Das ist eigentlich dann schon der Prozess, wo die Maßnahmen einigermaßen stehen. Dann wird man sich noch darüber unterhalten müssen, wie werden die Maßnahmen bewertet, was kommt als erstes, kann man das durchführen, dann sind Kosten mit dabei und dann wird es konkret. Und ganz am Schluss steht der Mobilitätsplan dann mit einer Aussicht 2040, da sollte er taugen bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben immer wieder die Frage gestellt bekommen, ja, wo bleiben jetzt die Verbände? Die Verbände sind bei der Erstellung des Mobilitätsplans natürlich dabei, so wie viele anderen auch. Das ist jetzt eine Übersicht, wie wir uns das im Entstehen des Mobilitätsplanes, des eigentlichen Planes vorgestellt haben. Es wird ein Fachforum gebildet und dann auch wieder ein Bürgerforum. Und da werden auch dann die Erkenntnisse ausgetauscht, Anregungen aufgenommen. Wir stellen vor, was wir bis dahin geplant haben. Also schlichtweg ein sehr lebhafter Austausch wird es dann nochmal geben. Das passiert aber dann im nächsten Jahr. Ja, vielen Dank, Frau Kartmann. Das, was Sie uns hier gezeigt haben, dokumentiert schon auch, dass es sich tatsächlich um einen ganz offenen Prozess handelt, bei der auch das Thema Bürgerbeteiligung ganz groß geschrieben wird. Und so in dieser Form ist Bürgerbeteiligung auch hier in Schwabach, denke ich, jetzt mal ein ganz, ganz neuer Weg. Es geht auch gar nicht darum, so wie früher vielleicht Bürgerinformationsveranstaltungen zu machen, wo die Bürger informiert werden über Beschlüsse, die es ja schon gegeben hat, sondern hier muss man sagen, es ist ein offener Prozess. Es hat inhaltlich noch keine Beschlüsse gegeben. Genau. Diese Beschlüsse, die stehen am Ende eines langen Prozesses. Zunächst werden die Schwabacher Bürgerinnen und Bürger nach ihren Meinungen gefragt. Und diese Meinungen, die werden aufgenommen und die werden dann zu einem späteren Zeitpunkt einem Planer übergeben, der all diese Ideen mit einarbeiten soll. Also von daher wirklich ein ganz offener Prozess. Und wir stehen hier wirklich ganz komplett am Anfang. Vielen Dank. Ja, liebe Schwabacherinnen und Schwaber, ich habe es Ihnen versprochen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und ich komme da wieder auf die Frau Pauli jetzt zu sprechen. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, dass die Frau Pauli zu der Verkehrsplanerin gehört, die wirklich in die Tiefe gehen kann, wenn es darum geht, Probleme wirklich aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten auch zu betrachten. Insbesondere dann, wenn es nicht nur ein Problem ist, sondern wenn an einer Stelle vielleicht mehrere Probleme aus verkehrstechnischer Sicht aufeinander prallen. Und es wird jetzt gleich ein Bild erscheinen, da muss ich Sie schon ein bisschen vorwarnen. Da dürfen Sie jetzt nicht erschrecken. Aber es zeigt und dokumentiert einfach einmal, dass man das nicht ganz einfach so oberflächlich macht, sondern dass hinter der ganzen Verkehrsplanung schon eine wahnsinnig detaillierte Arbeit steckt. Und wie detailliert das Ganze in einem Punkt sein kann, wird uns jetzt die Frau Pauli exemplarisch mal kurz zeigen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dunhauser. Hier ist das Bild, was der Herr Dunhauser angekündigt hat. Ich habe mal, es geht um den Postplatz, also eigentlich Sabläserplatz, umgangssprachlich sagen wir oft Postplatz dazu. In verschiedenen Farben habe ich mal angemerkt, die verschiedenen Verkehrsarten, was da für Probleme entstehen. Zum Beispiel Rot, in der Farbe Rot sind Probleme, die der Kraftfahrzeugverkehr hat. Wir haben eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Man redet von Verkehrsqualitätsstufen. A ist gut, F ist sehr schlecht. Also wir haben
am Postplatz Verkehrsqualitätsstufe E. Das heißt einfach, dort gibt es oft Staus, Rückstaus, lange Wartezeiten an den Ampeln. Wenn man jetzt die grünen Farben anguckt, da sieht man, dass wir auch sehr viele Defizite im Radverkehr am Postplatz haben. Das eine ist, dass wir aus der Altstadt Radfahrer müssen eigentlich absteigen. Wir haben keine Radfahrersignalisierung dort. Sie müssen absteigen und über die Fußgängerfurt schieben. Wir haben das Problem, dass Linksabbiegen bei diesen großen Verkehrsmengen auch sehr schwierig ist oder einfach auch sich das sichere Aufstellen vorne an der Haltelinie. Wir haben einen, sagen wir mal, Radverkehr, der früher im Gehwegbereich war, wird an einer Stelle relativ unvermittelt auf die Fahrbahn gelenkt. Wir haben an den Bushaltestellen Ludwigstraße dann auch öfter Konflikte zwischen aussteigenden Fahrgästen und vorbeifahrenden Radfahrenden. Das Thema Busverkehr ist auch nicht ganz einfach an dem Platz. Es gibt eine Busbeschleunigung, die aber auch immer noch nicht so wirkungsvoll ist, wie sie sich unser Stadtverkehr wünschen würde. Und die Eingriffe, die die Busbeschleunigung macht, verstärken manchmal die Probleme im MIV noch mehr. Das Ganze geht sehr zulasten der Fußgänger. Also jeder wird schon die langen Wartezeiten an der Ludwigstraße für Fußgänger gemerkt haben. Wir sind da dran, eine kleine Lösung zu finden mit dem staatlichen Bauamt, und für die große Lösung müssen wir einfach im Mobilitätsplan einfach auch Ziele und Prioritäten beschließen. Ich verdeutliche das mal an dieser Folie. Da sind jetzt ein paar Handlungsansätze, die ich mir da vorstellen kann, im oberen blauen Kasten drin. Das eine ist, was ich erwähnt habe, die fußgängerfreundliche Schaltung der Ampeln an der Ringstraße. Das andere wäre, dass wir unsere Busbeschleunigung optimieren müssen auf ein neues System. Also das vorhandene System ist sehr veraltet. Dann brauchen wir dringend eine Bedarfsanmeldung für Radfahrende aus der Altstadt und die sogenannten aufgeweiteten Fahrradaufstellstreifen, also das ist die Abkürzung ARAS, vor allem für linksabbiegende Radfahrende. All diese Maßnahmen werden die Leistungsfähigkeit für den Autoverkehr weiter reduzieren. Wir haben auch eine gewisse Perspektiven, Entlastungen vom Autoverkehr herbeizuführen. Das eine ist die schon länger im Grundsatz beschlossene Umstufung der B2. Also das heißt, dass die Ringstraße, die ist heute quasi vom Bahnhofstraße, Ludwigstraße, nördliche Ringstraße, die Ortsdurchfahrt der B2, dass wir versuchen, den Durchgangsverkehr auf andere Straßen zu verlagern. Im Gespräch ist dabei die Weißenburger Fürther Straße, die dann teilweise vierspurig ausgebaut sind. Es geht auch darum, am Postplatz selber durch eine intelligente, moderne Ampelschaltung Leistungsfähigkeitsreserven herauszukitzeln und die Verkehrsabhängigkeit zu optimieren. Diese Umstufung, das heißt aber auch nur, man verlagert Verkehr und Verkehrsprobleme von einer Straße auf die andere. Also es gibt auch Bauvorhaben an der Fürther Straße, die genauso, oder auch Bürger an der Fürther und Weißenburger Straße, die auch unter dem Lärm dort leiden und vielleicht auch nicht wollen, dass dort mehr Verkehr hinkommt. Letztendlich wird man sich fragen müssen, wie viel Autoverkehr verträgt die Kreuzung nach der Realisierung dieser Maßnahmen? Und das sind alles Probleme, die man dann auch mit einem Verkehrsmodell simulieren und verschiedene Varianten durchspielen muss, damit man nachher eine optimale Lösung findet. Ich habe noch ein Beispiel dabei. Es ist vor einem Jahr ungefähr auch immer wieder mal so diskutiert worden, man könnte doch was für den Radverkehr verbessern. Wir haben heute dort im Bereich der Ringstraße, wir haben heute dort nur in Anführungsstriche Radschutzstreifen bei relativ hohen Verkehrsmengen. Ordentliche Fahrradwege oder Radstreifen brauchen mehr Platz, den wir dort nicht haben. Und da war die Idee, da den Autoverkehr in einer Fahrtrichtung rauszunehmen, eine Einbahnstraße aus der Ringstraße zu machen und dafür eine ordentliche Fahrradinfrastruktur hinzubringen. Die
Man wird auch immer bedenken müssen, dass dort auch der Linienbus in beide Richtungen durch muss. Aber für den normalen Kfz-Verkehr könnte man in einer Richtung rausnehmen. Es hat aber auch einfach Auswirkungen auf große Teile des Stadtgebietes. Nämlich es wird also zu Verlagerungen kommen, vielleicht in dem Bereich Wittelsbacher Straße, Hindenburgstraße, Birkenstraße und Ludwigstraße wieder. Das wäre so die erste Entlastungsroute, aber auch auf diesem, sagen wir mal, mittleren Ring, der ja vorhin in dem Verkehrsgutachten von 1960 in Teilzügen angedacht, in Teilzügen heute auch realisiert ist. Dahin wird es auch Verkehrsverlagerungen geben. Und es ist heiß diskutiert worden, dieser Verkehrsversuch mit der Birkenstraße ist meine Einschätzung, dass eine Sperrung der Birkenstraße und ein Zusammenwachsen des Stadtparks gleichzeitig mit dieser Maßnahme nicht gehen. Also wenn ich irgendwo an einem Schräubchen drehe, es hat immer Auswirkungen an anderer Stelle, Auswirkungen auf andere Maßnahmen. Und das sind Dinge, die man sehr im Detail prüfen muss, die wir dann in dieser Phase 3, die Frau Kattmann beschrieben hat, auch einfach näher beleuchten müssen. Und dazu, um diese Auswirkungen abzuschätzen, brauchen wir auch ein Verkehrsmodell. Ja, Frau Pali, vielen Dank. Wenn ich jetzt gerade so das letzte Bild anschaue, dann fällt mir so ein Sprichwort ein. Was immer du tust, tu es klug und denke an das Ende. Also es geht nicht darum, irgendwie schnell eine Entscheidung zu treffen, was vielleicht für wenige gut ist, wenn man einfach nicht die ganzen Auswirkungen berücksichtigt, die damit ausgelöst werden. Ich komme vielleicht noch einmal ganz kurz zurück auf dieses hochkomplizierte Bild mit dem Postplatz, mit den vielen Pfeilern und Problemen. Jetzt waren ja all die dargestellten Probleme, die waren ja sozusagen alle gleichberechtigt aufgeführt. Jetzt gibt es sicherlich auch aus den Schwabacherinnen und Schwabacher Meinungen heraus, gibt es natürlich Wortmeldungen, die sagen vielleicht 5 Personen zu dem einen Problem, aber dann gibt es 100 Probleme zu einem 100 Wortmeldungen zu einem anderen Problem. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man das auch noch entsprechend gewichtet darstellen kann? Also wir haben vor, da greife ich jetzt ein bisschen dem, was nachher noch kommt, vor. Wir haben ja eine Veranstaltung, wo drückt der Schuh? Aha. Und ich habe auch jetzt heute schon eine Liste mit Problempunkten. Das hat sich durch Anträge, die durch die Politik reingekommen sind, das sind Beschwerden von Bürgern. Ich habe so, seit wir wissen, dass dieser Mobilitätsplan kommt, diese Liste geführt. Das sind heute schon 70 Punkte drauf. Mhm. Ich denke, durch diese Beteiligungsmöglichkeit, die wir für diese Veranstaltung am 8. Juni haben, dass wir da einfach noch sehr viel mehr von den Bürgern bekommen. Und wir wollen das dann so aufbereiten, dass wir dann nachher sagen, an dem Platz zu dem Thema haben wir so viele Meldungen, an dem Platz zu dem Thema haben wir so viele Meldungen. Einfach mal, um einen Überblick zu kriegen. Wir suchen uns da auch einfach vielleicht die wichtigsten Themen raus, die wir dann in dieser Veranstaltung auch schon ein bisschen andiskutieren. Bürger können dann auch immer noch was dazu liefern. Und wir werden das tabellarisch in Karten aufbereiten, um dann nachher auch einfach ein Gesamtbild zu haben, wo drückt der Schuh in Schwabach und dieses dann dem Gutachter auch übergeben zu können. Also die Gewichtung wird auf jeden Fall dargestellt, wo wirklich die absoluten Brennpunkte dann auch sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt komme ich wieder zurück auf die heutige Veranstaltung, die Auftaktveranstaltung. Ich habe es ja schon gesagt, das ist der Auftakt für viele weitere Veranstaltungen, gerade mit Blick auf Bürgerbeteiligung. Und Frau Kattmann, Sie werden uns vielleicht jetzt einmal ganz kurz sagen können, was die nächsten Monate so auf uns zukommt an Veranstaltungen, insbesondere natürlich auch mit Blick auf Bürgerbeteiligung, welche Möglichkeiten all die Schwabacherinnen und Schwabacher haben, denen Schwabach und der Verkehr und der Straßenverkehr am Herzen liegt, wie die sich einbringen können. Ja, das mache ich gerne. Ich möchte nochmal den Faden aufnehmen von der Übersicht mit der Bürgerbeteiligung. Wir haben ja für dieses Jahr vor dem eigentlichen Mobilitätsplan einen Block Bürgerbeteiligung vorgesehen oder Bürgerinformation und Wissensvermittlung. Das Ganze haben wir in 5 Veranstaltungen eingebettet. Die erste findet heute statt. Das ist die Auftaktveranstaltung, wo wir es Ihnen einfach aufzeigen, wie wir das vorhaben.
Die nächste Veranstaltung wird ein Impulsvortrag sein, das heißt Wissensvermittlung, aber nicht nur für Sie, auch für uns. Da werden sicherlich Dinge dabei sein, die auch uns dann zum Nachdenken anregen und uns fachlich weiterbringen. Das ist am Donnerstag, den 6. Mai, wieder in einer ähnlichen Form wie heute. Also das heißt, der Vortrag wird gestreamt. Und es ist der Herr Robert Vollmer, der uns zu dem Thema Potenziale für eine ökologischere Mobilität seine Erkenntnisse vorträgt. Das Ganze passiert auf einer Haushaltsbefragung Mobilität in Deutschland, die durchgeführt wurde. Das heißt, es gibt auch Zahlen aus Schwabach, die er dann wertet, beziehungsweise wo er uns aufzeigt, wo ist noch Luft nach oben in Richtung eine umweltfreundlichere Mobilität für Schwabach. Und da sind auch wieder Fragen im Chat möglich zu diesem Thema. Die nächste Veranstaltung, da hoffen wir sehr, dass uns das Pandemiegeschehen das zulässt, dass wir zumindest einen Teil von Ihnen hier im Saal haben werden. Wir haben hier eine Bürgerbeteiligung vorgesehen und es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir das im Saal machen könnten. Die Platzanzahl, die uns zur Verfügung steht, haben wir aufgeteilt. Zum einen können Sie sich für diese Veranstaltung anmelden. Auf der Folie sind auch noch mal die Daten drauf. Bis zum 21. Mai kann man sich für diese Veranstaltung anmelden. Das ist ein Teil des Publikums und das andere Teil des Publikums haben wir durch ein Zufallsprinzip ermittelt und angeschrieben, weil wir einfach auch wollten, dass sich vielleicht auch mal Menschen beteiligen, die sonst nicht so in die Öffentlichkeit wollen. Wir wollten denen einfach die Chance geben. Und es können dann noch Anregungen bis nach der Veranstaltung gebracht werden, bis zum 13. Juni im Nachgang. Auch das ist möglich. Der Herr Dr. Donhauser wird im Anschluss auch berichten, wie das möglich ist. Geplant ist es als Präsenzveranstaltung, aber es ist dazu, sind auch Fragen im Chat möglich. Sollte uns das nicht möglich sein, dann geht es leider nur in dem Format, wie wir uns heute treffen. Das ist jetzt die erste, ich sage jetzt mal, große Bürgerbeteiligung zur Bestandsaufnahme. Wo drückt der Schuh? Einfach das, wo hakt es, wo funktioniert es verkehrstechnisch nicht, wo sind werden Verkehrsarten bevorzugt, andere benachteiligt und so weiter. Es wird ein Zwischenergebnis geben. Wir werden auch alle Anmerkungen, alles, was Sie zu sagen haben, mitnehmen, um dann in die letzte Veranstaltung wieder einzubinden. Dazwischen gibt es aber am Donnerstag, den 17. Juni, wieder einen Impulsvortrag, weil wir glauben, dass uns das auch nochmal vielleicht ein bisschen eine andere Blickrichtung aufzeigt. Und da wird uns der Herr Wolfgang Eichinger einen Vortrag halten, öffentliche Räume als Ressource in der Stadt und Verkehrsplanung, Umgang mit Flächenkonkurrenz. Da ist so ein schönes Bildchen dabei, das ist jetzt keine Wertung. Es soll auch nicht den Autofahrer jetzt in eine negative Ecke stellen, aber der einfach mal aufzeigen, wie ist denn eigentlich der öffentliche Raum aufgeteilt? Wer nutzt den und wer kriegt wie viel Platz dazu? Und auch da sind, das ist wieder eine Veranstaltung, die gestreamt wird und es sind Fragen im Chat möglich, auch bei diesem Impulsvortrag. Und dann zum Schluss, das wäre dann am Montag, den 12. Juli, die Zieldiskussion. Wo wollen wir hin? Auch da hoffen wir, dass wir sehr viele Anregungen von Ihnen bekommen. Was glauben Sie, was gut für Schwabach ist? Wie soll sich der Verkehr ausrichten in der Zukunft? Wer soll verstärkt berücksichtigt werden? Das geht ein bisschen einher mit, wie soll sich die Stadt entwickeln? Und auch da können wir Anregungen zu dieser Veranstaltung bis zum 27. Juni aufnehmen. Und im Nachgang bis zum 18. Juli sind dann auch noch Mitteilungen an uns möglich. Einfach wenn Sie jetzt bei dieser Veranstaltung sehen, oh Gott, ich will ja noch was mitteilen, ich habe ja eine ganz neue Idee gekriegt, dann geht es auch im Nachgang noch. Auch das würden wir sehr, sehr gerne als Präsenzveranstaltung durchführen. Und wir haben jetzt mal
die ganz große Hoffnung, dass uns das am 12. Juli gelingt. Das war es jetzt mal von dem Überblick. Ich habe noch eine Korrektur, das habe ich vergessen. Donnerstag, 8. Juni ist nicht der Donnerstag, sondern der Dienstag, da haben wir uns einfach verschrieben. Also nicht wundern, wir berichtigen das noch. Ja, Frau Kartmann, vielen Dank für den ersten Überblick, was so die nächsten Monate auf uns zukommt. An der Stelle vielleicht noch mal ganz klar und deutlich gesagt, also Bürgerbeteiligung, das ist ein laufender Prozess. Also die findet nicht nur statt, wenn wir solche Veranstaltungen haben, so wie jetzt heute beispielsweise über den Chat, auf den wir dann gleich noch kommen, sondern Bürgerbeteiligung ist ein laufender Prozess, bei dem sich alle jederzeit 24 Stunden an 7 Tagen mit einbringen können. Also wer am Mittwoch in der Nacht um 3 Uhr aufwacht und sagt, er hat eine tolle Idee, der kann seinen PC anmachen und dort seine Hinweise und seine Anregungen, die er hat, oder seine super Idee gleich an die Stadt Schwabach übermitteln. Und dazu gibt es auch ein entsprechendes Formular. Die meisten von Ihnen kennen es, die Webseite der Stadt Schwabach. Hier ist unter www.schwabach.de/mobilitätsplan gibt es ein Formular, da müssen Sie gar nicht viel tun. Da geben Sie Ihre Hinweise, Ihre Anregungen, Ihre Wünsche ein, drücken auf den Button Senden und schon landet das zentral hier in der Verkehrsplanung. Und man wird sich genau mit diesem Thema, das Sie uns geschickt haben, danach auseinandersetzen. Dann gibt es vielleicht auch noch ein paar Menschen, die können nur richtig schreiben, also so mit Brief und so. Auch da gibt es natürlich eine Adresse, Amt für Stadtplanung und Bauordnung in der Albrecht-Achilles-Straße 6-8 hier in Schwabach. Also auch auf diesem Wege können Sie Ihre Anregungen und Wünsche in die Stadtverwaltung hereinbringen. Insgesamt gibt es natürlich jetzt und vor allem gerade mit Blick auf den jetzt sich anschließenden Chat natürlich auch ein paar Regeln. Das sollen jetzt keine Verbote sein oder dergleichen, sondern wir wollen natürlich schon versuchen, dass wir diese Veranstaltungen relativ effizient auch gestalten können. Und es sieht natürlich so aus, dass wir Sie natürlich bitten, ja, nur Fragen zum jeweiligen Thema der Veranstaltung zu stellen und auch nur solche Fragen, die von allgemeinem Interesse sind. Also heute geht es eigentlich darum, ja, ich habe es draußen schon mal gesagt, um ein Inhaltsverzeichnis, eine Roadmap, wie so eine Beteiligung, wie dieser Mobilitätsplan aussehen kann, die Bearbeitung. Und dazu würden wir Sie jetzt auch um Ihre entsprechenden Fragen über den Chat bitten, soweit es bislang noch nicht der Fall war. Es kann natürlich sein, dass natürlich ganz, ganz viele Anfragen jetzt reinkommen über den Chat. Wir werden uns sicherlich auch Zeit nehmen, sind natürlich Corona-bedingt an die Ausgangssperre ab 22 Uhr spätestens gebunden. Nicht alle wohnen in Schwabach. Diejenigen, die nicht in Schwabach wohnen, die müssen natürlich auch rechtzeitig hier dann wieder weg, sodass wir in der Zeit uns damit auch zufrieden geben müssen. Was aber nicht heißt, dass alles, was heute im Chat unbeantwortet bleibt, dass das irgendwie dann gelöscht wird oder dergleichen. Im Gegenteil, all diese Fragen, die gehen ein und werden natürlich an anderer Stelle und zu gegebener Zeit entweder beantwortet oder sie werden eingearbeitet. Ja, das war jetzt schon mal so der erste Ausblick auf den sich jetzt anschließenden Chat. Und ich erkläre es mal ganz kurz, wie das jetzt abläuft. Also vor uns ist jetzt eine große Leinwand aufgebaut und da kommen jetzt so die einzelnen Fragen rein. Und ich versuche die einfach einmal so Stück für Stück jetzt einmal ein bisschen abzuarbeiten. Und die erste Frage richtet sich gleich an den Herrn Kerkhoff. Und da will jemand wissen, wird der Mobilitätsplan nach 2023 weiter dynamisch an neue Entwicklungen angepasst? Die Verkehrsplanung bleibt natürlich nicht stehen, wenn der Mobilitätsplan erstellt ist. Es wird immer weiter Veränderungen geben und es wird auch immer weitere Anpassungen geben müssen in den Planungen. Es ist aber so, dass wir natürlich ein größeres Verfahren jetzt machen, wo wir alle Punkte erfassen und wo wir eine Leitlinie aufstellen wollen. Und diese Leitlinie, die soll natürlich auch eine gewisse Zeit lang Bestand haben. Aber in den einzelnen Problempunkten, die entstehen und die sich natürlich auch verändern im Laufe der Zeit. Und es wird auch Anpassungen geben, wenn man Maßnahmen umsetzt, es wieder andere Auswirkungen hat, die angepasst werden müssen. Das wird ein fortlaufender Prozess sein. Ich sage an der Stelle vielleicht einmal etwas zu den Schwabacherinnen und Schwabachern. Ich lese jetzt gerade, dass so viele Fragen über den Chat jetzt gar nicht reingekommen sind. Also jetzt ist in der Tat die Gelegenheit,
dann noch mal ein bisschen nachzurüsten. Entschuldigung, das ist jetzt genau das, was nicht passieren sollte, dass ein Handy mittendrin klingelt. Aber auch das bekommen wir hin. Dann komme ich, ja, vielleicht Frau Kartmann, zu der Frage, werden auch die Stadtteile wie Wolkersdorf und Penzendorf mit einbezogen? Ich denke, da ist die Antwort klar. Ja, der Mobilitätsplan, der schaut sich das gesamte Stadtgebiet an. Und Wolkersdorf und Penzendorf und alle anderen Ortsteile sind selbstverständlich eingeschlossen in dieser Betrachtung und in dieser Zielsetzung. Und es können kleine Probleme sein, große Probleme. Also es wird ein Gesamtpaket, Gesamtstadt Schwabach. Ja, vielen Dank. Dann ist es so, dass ich in der Tat schon jetzt bei der letzten Frage war, erstaunlicherweise. Nein, ist doch noch eine reingekommen. Vielleicht kommt sie jetzt tröpfchenweise rein. Ja, die Frage ist, und ich suche mir jetzt gleich den richtigen Ansprechpartner aus, was ist, wenn die Mehrheit der Schwabacher an der autogerechten Stadt festhalten will, dies aber nicht mit den Klimazielen vereinbart ist? Herr Engelbrecht, es war, glaube ich, Ihr Thema, dass man so alle Teilnehmer gleichberechtigt bewerten soll. Was kann man auf diese Frage antworten? Naja, ich denke, das ist der klassische Problemfall jedes politischen Prozesses. Man muss dann halt Kompromisse finden, muss einen Mittelweg finden, der zumindest zum Teil auch die Interessen derjenigen, die weiterhin Auto fahren wollen, erfasst, ohne die Klimaziele aus dem Auge zu verlieren dabei. Ja. Aber das ist Politik und das war es auch immer so. Okay. Wenn ich jetzt eine Minute in Stillschweigen verfalle, dann liegt es daran, dass offensichtlich keine Fragen mehr reinkommen. Völlig erstaunlich. Eine noch, die jetzt so langsam aufgebaut wird und die wir jetzt gleich zur Kenntnis nehmen können. Wahrscheinlich ist es eine Frage, die direkt von der Technik kommt. Nee, so schaut es nicht aus. Werden die Anregungen von Schwabach, von www.schwabach-bewegen.de auch berücksichtigt? Da müssen wir vielleicht ganz kurz etwas dazu sagen, was sich hinter www.schwabach-bewegen.de verbirgt, weil es sicherlich nicht alle wissen. Ich weiß nicht, Frau Kartmann oder Frau Pauli, wer möchte dazu was sagen, Frau Pauli? Diese Webseite www.schwabachbewegen.de wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz und dem ADFC in Schwabach entwickelt, so als Portal, mit dem man einfach auf Problemstellungen, die in Schwabach verkehrlich gesehen werden, hinweisen kann und die dort auch eine, sagen wir mal, grafisch ansprechende Möglichkeit entwickelt haben, dass man auf einen bestimmten Punkt geht und dann an der Karte einfach alle, das ist so eine interaktive Karte, wo dann kleine Punkte sind, wo man sieht, wo überall im Stadtgebiet schon Anregungen kamen. Wir haben mit dem ADFC und dem Bund für Umwelt und Naturschutz ausgemacht, dass die uns dann auch zu diesen genannten Terminen diese Anregungen, die über diese Webseite reinkommen, auch zur Verfügung stellen. Und wir würden auch das in unserer Auswertung mit aufnehmen. Jetzt eine Frage reingekommen, die würde ich gleich direkt an den Oberbürgermeister weitergeben. Wie ernst ist es der Stadt Schwabach? In den letzten 25 Jahren gab es schon viele Konzepte. Naja, auch da kann man, glaube ich, sehr direkt antworten. Natürlich ist es der Stadt Schwabach ernst, denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der bemerkt, dass eben die Verkehrsthemen, die Mobilitätsthemen und auch diese teilweise widerstreitenden Interessen ja auch zum Beispiel eine politische Diskussion und auch die Diskussion zum Beispiel in Bürgerversammlungen und Ähnlichem prägen und dominieren und deswegen da ein wichtiger Faktor sind. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es, diese Themen ganzheitlich anzugehen. Denn das ist ja nicht nur ein abstraktes Konzept, das, was wir hier entwickeln oder aufstellen, sondern das ist ja tatsächlich ein Plan, mit dem wir dann ganz, ganz strukturiert vorgehen können und auch immer schon in diesem Plan mit eingearbeitet haben, was denn eigentlich die Strömungen in der Gesellschaft
entsprechend dazu sind. Und dass es die Stadt Schwabach und damit auch die städtische Politik ernst meint, sieht man an dem breiten Aufschlag, mit dem auch der Stadtrat den entsprechenden Mobilitätsplan im vergangenen Sommer auf den Weg gebracht hat. Von daher kann man sagen, es ist der Stadt Schwabach sehr ernst, sowohl was die Beteiligung angeht, als auch was das Finden von guten und gemeinsamen Ergebnissen angeht. Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Eine Frage an die Frau Kartmann. Wie stark wird der Durchgangsverkehr berücksichtigt, beziehungsweise der Verkehrsfluss außerhalb des Stadtgebiets? Da haben wir in Schwabach einige Straßen, die hoch belastet sind, gerade vom Durchgangsverkehr. Wie will man sich diesem Problem annehmen? Ja, ich habe bei der Übersicht, die ich dargestellt habe mit den drei Phasen des Mobilitätsplans, da habe ich bin ich ein bisschen schnell über die erste Phase hinweggegangen. Wer das genau beobachtet hat, da ist auch noch eine Planungsphase und das heißt Verkehrsmodell. Das heißt, wir sind dabei, ein Verkehrsmodell zu erstellen. Wir haben da ein sehr gutes Fachbüro beauftragt. Und in diesem Verkehrsmodell kommen alle Verkehrsflüsse rein, die tatsächlich in der Stadt vorhanden sind, natürlich auch die von außen. Und das Verkehrsmodell wird unser Arbeitsinstrument sein, um abzubilden, was passiert, wenn wir Stellschrauben bewegen. Die Frau Pauli hat es auch ein bisschen ausgeführt. Und das bedeutet natürlich auch den Verkehr von außen, wobei wir da natürlich der Einfluss beschränkt ist. Aber man kann natürlich innerhalb des Stadtgebiets dann auch Verkehrsflüsse lenken. Bevor wir das aber tun, wird es im Modell ausprobiert, weil ein Verkehrsfluss ein sehr empfindliches Teil ist und wir da in einem Echtversuch Chaos erzeugen wollen. Also der Verkehr wird berücksichtigt, egal ob er von innen oder von außen kommt. Herr Kauf, an Sie vielleicht eine Frage. Mobilitätsplan, der kostet natürlich Geld, beziehungsweise das, was umgesetzt werden soll, kostet natürlich auch Geld. Und deshalb bei den Zuschauern zutreffend darauf hingewiesen, dass es natürlich auch viele Zuschussmöglichkeiten von Bund und Land gibt. Inwieweit wird das im Plan berücksichtigt werden? Ja, gerade die Maßnahmen erfordern natürlich sehr viel finanzielle Mittel. Und da werden wir natürlich versuchen, Zuschüsse zu erreichen, zu erzielen und Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen. Und gerade um diese Zuschüsse, diese Förderung auch in Anspruch nehmen zu können, dafür braucht es eben auch eine Planung, die Defizite aufzeigt und die dann für den Fördergeber auch der Beleg oder der Nachweis ist, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind und bezuschusst werden können. Jetzt kommt eine Frage rein, prädestiniert für den Oberbürgermeister natürlich als Vorsitzender des Stadtrates. Ja, wir entscheiden am Ende über die Maßnahmen, Stadtrat oder Bürgerentscheid? Also bisher ist vorgesehen, wir hatten es kurz einmal in der entsprechenden Übersicht, dass man entsprechend an mehreren Punkten, und das ist ja das große Thema, es wird an mehreren Punkten Entscheidungen grundsätzlich in der Sache geben, in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Schritten. Bisher ist vorgesehen, das in der Stadtratsbeteiligung zu machen. Das nehmen wir vielleicht als Anregung einfach mal mit, das Thema, die Bürgerentscheidsthematik. So verstehe ich zumindest die Frage. Bisher ist vorgesehen, entsprechend die Stadtratsbeteiligung an mehreren Punkten herbeizuführen, eben weil die entsprechende Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ja an ganz, ganz vielen Punkten und gerade an den Einzelpunkten einzuholen ist. Ich glaube, das ist auch das wichtige und das zentrale Element, weil man am Ende ja einen Plan will und das Ziel ist, einen Plan am Ende zu haben, der quasi in seiner unglaublichen Breitheit und Komplexität nicht quasi jede Einzelstellschraube nochmal gesondert anpackt. Nehmen wir gerne aber als Anregung mal mit. Aber bis dahin gilt es natürlich, dass sich jeder einbringt. Denn nur derjenige, der sich einbringt, der kann auch mit seinen Meinungen und Ideen letztendlich gehört werden. Vielleicht, wenn ich noch kurz ergänzen darf. Das ist ein vollkommen richtiger, ein mehr als richtiger Punkt. Der zentrale Punkt, würde ich sogar sagen, an der ganzen Beteiligungsverfahren, dass man weg will davon, ein ganz großes Konzept zu haben, das dann, weil es schon vorliegt, erstmal aufgedröselt werden muss. Im Gegenteil, es sollen eigentlich erstmal die kleinen Punkte
geklärt werden oder mal Meinungen mitgenommen werden und eben jetzt die Beteiligung dafür auch gemacht und eingeholt werden, damit man eben ein Konzept, einen Plan macht, der eine ganz, ganz breite Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern findet und man damit quasi sich löst davon, dann an jede, dass man vorab die Einzelfragen klärt und das dann zu einem quasi ein Einzelmosaiksteinchen, ein großes Bild zusammenbaut und nicht nur ein Bild vorliegt, das dann jeder einzeln auseinander für sich selbst auseinander glauben muss. Ja, Herr Kerkhoff, wer gibt die Prämissen vor? Zum Beispiel, ich wünsche mir eine autofreie Stadt oder eine Fahrradstadt. Prämissen werden gar nicht vorgegeben. Wenn entsprechend die Wünsche sollen ja von den Bürgern artikuliert werden, wie der Oberbürgermeister gerade auch schon ausgeführt hat. Beteiligen Sie sich an dem Verfahren, beteiligen Sie sich an den Arbeitsgruppen, geben Sie Ihre Hinweise und Anregungen in uns rein. Und dann wird das entsprechend auch im politischen Gremium so behandelt. Also ich meinte ja auch, dass ich das schon erwähnt hätte, dass es wirklich ein offener Prozess ist, ja, bei dem es jetzt keinerlei Vorgaben gibt, so nach dem Motto, wir wollen an dem und dem festhalten und wir wollen versuchen, da möglichst viele Stimmen hinter uns zu bringen, sondern es geht darum, hier in einen offenen Prozess reinzugehen. Und deshalb gibt es auch keine Vorgaben dazu. Ja, ja, werden auch, da geht es jetzt schon wieder in die Feinheiten ein bisschen rein, werden auch Touristik, Wohnmobilstellplätze etc. mit einbezogen? Herr Kerkhoff, vielleicht auch, was Sie ganz kurz noch beantworten können. Ja, das wird natürlich das prägende Thema sein, Wohnmobilstellplätze. Aber das ganze Verfahren dreht sich rund um die Mobilität. Und das gehört natürlich auch mit dazu, wird auch seinen Platz finden. Auch da wird man sicherlich ein Thema haben, was man behandeln wird. Ja, wie werden die Gremien wie Beiräte, Seniorenrat, Integrationsrat, Bürgervereinigungen, Stadtratspfleger mit einbezogen? Da haben Sie schon ein bisschen was dazu gesagt, Frau Kartmann. Vielleicht ergänzen Sie das in diesem Sinne vielleicht noch mal kurz, wie diese Vereinigungen mit einbezogen werden. Ja, grundsätzlich habe ich ja dargelegt, dass wir jetzt erstmal offen für alle sind. Da sind natürlich die genannten einbezogen. Dann haben wir ja sowas wie eine offizielle Beteiligung, die wir im Rahmen des eigentlichen Mobilitätsplans durchführen. Und da werden dann Beiräte, Bürgervereinigung, Stadtratspflege einbezogen, dann auch mit offiziellen Einladungen. Das ist aber dann der Planungsprozess. Da ist schon die Planung angelaufen. Wer sich jetzt einbringen will, ist natürlich herzlich willkommen, egal ob das Seniorenrat ist, Stadtratspfleger und so weiter. Der Stadtrat bekommt es ohnehin mit und wir informieren natürlich auch unsere Pfleger. Wir wissen ja, wer für unsere Mobilität in der unterschiedlichen Form zuständig ist. Wir halten die am Laufenden und möchten so viel aufsaugen von außen, wie es nur möglich ist. Aber das offizielle Beteiligung kommt im Rahmen der Planung im nächsten Jahr. Also auch an der Stelle gilt es nochmal festzuhalten, dass wirklich alle und wirklich alle eingeladen sind, an dieser Reise mit teilzunehmen und keiner außen vor bleibt. Ja, eine ähnliche Frage, Herr Kerkhoff, haben Sie gerade schon, glaube ich, beantwortet. Ist die autofreie Innenstadt eine Prämisse des Mobilitätsplans? Ich denke, nein, weil es einfach keine Vorgaben gibt, weil es ein offener Prozess ist. Es ist ein offener Prozess. Wir haben keine Vorgaben. Es gibt jetzt keine Prämissen in der Form, was sein darf, was nicht sein darf. Man muss diese Punkte diskutieren. Man kann sich gerade für die Innenstadt ganz viele verschiedene Modelle vorstellen, die man hinterfragen muss, die man überlegen muss, die man planen muss, die man dann mit dem Verkehrsmodell auch abbilden muss, was Sinn macht, was funktioniert und danach eine Entscheidung treffen. Aber es gibt jetzt da keine Schranken, keine Prämissen oder keine Denkverbote in irgendeiner Richtung. Okay, ja, wenn ich jetzt wieder etwas zögere, dann liegt es daran, dass keine Frage mehr jetzt in den Chat reingekommen ist. Und sollte es so bleiben, dann haben Sie die Möglichkeit, ich habe es gesagt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Anregungen, Hinweise über das Serviceportal bei der Stadt Schwabach in die Verwaltung einzubringen. Ja, ich würde es jetzt mal als positives Zeichen auch deuten, dass heute relativ wenig Fragen gekommen sind. Das zeigt mir, dass vielleicht, ja, dass der Ablauf, dass der Plan, der einfach hier ausgearbeitet worden ist, wie dieser Mobilitätsplan erstellt werden soll und der Einschluss des Zeitplans,
nicht der schlechte sein kann. Und von daher denke ich jetzt mal, würde man das sicherlich als positives Zeichen auch mal werten können. Okay, dann denke ich jetzt einmal, wollen wir an der Stelle mit dem Chat unser Ende finden, ja, nachdem tatsächlich keine Fragen mehr reingekommen ist. Und ich würde den Oberbürgermeister bitten, ein kurzes Fazit zu ziehen und der heutigen Veranstaltung und vielleicht einen Ausblick zu geben, was so die nächsten Tage auf uns zukommen wird. Das mache ich sehr gerne. Und ich will erstmal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die jetzt hier im Saal, natürlich sowohl hier oben auf der Runde als auch in der Runde als auch an der Technik, ja, entsprechend dazu beigetragen haben, dass wir Ihnen die Veranstaltung heute in dieser Form zeigen, präsentieren konnten und entsprechend schon mal den, trotz der Einschränkungen Corona-bedingt, trotzdem schon in unsere Bürgerbeteiligung starten können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit wir auch in dem Gesamtprozess einfach keine Verzögerung mehr haben, sondern da auch tatsächlich loslegen können zu planen und auch, ja, Sie, Bürgerinnen und Bürger, in dieser Stadt mitzunehmen. Denkt es sowohl an den Fragen heute, die gestellt worden sind. Ich glaube, es wird sicher oder möglicherweise auch ein paar inhaltliche Fragen gegeben haben, auf die wir uns heute so verständigt hatten, dass wir sagen, es geht zunächst um Fragen zum Beteiligungsprozess. Aber schon an den Fragen, glaube ich, hat man gesehen, Verkehr in unserer Stadt, Mobilität in unserer Stadt ist und bleibt ein Thema, das bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch natürlich bei dem, wie man dazu steht, wie man sich selbst eigentlich auch seine unmittelbare Umgebung und sein eigenes Fortbewegen in unserem Stadtgebiet vorstellt. Und das heißt auch, wenn es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen und Positionen und Wahrnehmungen gibt, dann muss man die zusammenführen und das wird die zentrale Aufgabe sein, die ja wir als Stadtverwaltung auch annehmen. Das nicht nur in Einzelkonflikten auszutragen und Ähnliches, sondern eben gemeinsam mit uns, mit Ihnen allen, das Ganze auch aufzustellen. Sie sehen daran an den Rückmeldungen auch über die Frage, mit was für einem vorgefertigten Konstrukt geht die Stadtverwaltung in die Sache, nämlich keinem. Sehen Sie auch, dass es tatsächlich ein Prozess ist, bei dem jeder von Ihnen entsprechend beitragen kann, was ihn bewegt. Und auch damit natürlich, ich habe es in meinem Eingangsstatement erwähnt, eine immense Verantwortung mit verbunden ist. Denn das heißt auch, es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, die Themen, die Ziele, die Probleme auch zu benennen und klar zu sagen, was man sich denn eigentlich, wo diese Geschichten liegen und was man sich eigentlich erhofft. Und damit auch aufzuzeigen, was ist möglich und wo stößt man möglicherweise an Grenzen, beziehungsweise wo führt eine möglicherweise vergleichsweise geringe Entlastung zu einer immensen Belastung an anderer Stelle. Das wird man in irgendeiner Weise in einen Konsens bringen müssen. Jedenfalls ist das Ziel dieser Veranstaltungen und vor allem dieses Mobilitätsplans. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend mit dabei waren, an uns schon die ersten Fragen gerichtet haben. Ich kann Ihnen versichern, wir sind da gerne dabei. Bringen Sie sich auf den beschriebenen Weisen entsprechend ein. Wir werden auch einzelne Inhalte bzw. den Ablauf des Verfahrens wird man auch auf natürlich unseren, zum Beispiel auf der städtischen Homepage und so weiter nachverfolgen können, wann der nächste Schritt ansteht, wann die nächste Veranstaltung stattfindet und wie man da dabei sein kann, sowohl was Info angeht, als auch was Beteiligung angeht. Aber wie wir auch schon gehört haben, die Beteiligung bleibt ein laufender Prozess. Das heißt, es ist auch die unglaublich gute Möglichkeit, über die entsprechenden Formulare Eingaben oder Themen hereinzugeben. Deswegen bleibt es mir jetzt noch zu sagen, danke, dass Sie insoweit sich beteiligt haben. Wenn Sie bekannte Freunde haben, die sagen, oh, da hatte ich jetzt keine Zeit oder das ist an mir vorbeigegangen, animieren Sie die auch mitzumachen, mitzusprechen und die eigenen Meinungen da mit kundzutun und weiterzutragen, damit es ein Plan ist, der von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger, für unsere ganze Stadtgesellschaft erstellt ist. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, wir alle als Stadtverwaltung, wir wollen den Weg gemeinsam mit Ihnen gehen. Da freue ich mich drauf. Da hoffe ich, können auch Sie sich drauf freuen. Jetzt bleibt es mir erstmal allen hier, aber auch vor allem Ihnen daheim oder wo auch immer Sie gerade uns zugeschaut haben, einen schönen Abend zu wünschen und Sie nochmal zu animieren.
Bringen Sie sich ein, bringen Sie Ihre Themen mit und dann werden wir eine gemeinsame Lösung in unserer ganzen Stadtgesellschaft, mit unserer ganzen Stadtgesellschaft finden. Schöne Zeit Ihnen bis dahin und wir sehen uns hoffentlich schon am nächsten Donnerstag zum entsprechenden ersten Fachvortrag. Ich freue mich drauf. Schönen Abend.